So, wir starten heute mal im Hauptmenü. Ich wollte euch zeigen, was wir für Probleme hatten. Und zwar war ja vor ein paar Folgen der PC während der Aufnahmen abgestürzt. Und danach war unser Charakter weg und konnte auch nicht wiederhergestellt werden. Wir haben jetzt hier, das ist unsere aktuelle Assassine, mit der wir gestern noch gespielt haben. Ich zeige euch mal was. Und zwar, unsere vorige Assassine hieß ja Latrissa. Also jetzt heißt sie Larissa. So, wenn ich jetzt Latrissa mache, erstellen. Dieser Charaktername ist bereits vergeben. Versuche es mit einem anderen. Jo. Den hier hatte ich mir mal aus dem Internet runtergeladen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Das ist ein hochgespielter Charakter mit einer Menge Zeug drin und richtig guten Waffen. Wir können ja mal ganz kurz reingucken. Gehen wir mal in Normal rein. So, und zwar haben wir hier. Nee. Da nicht. Hier haben wir schöne Sachen. Das wird eine Menge Zeit gedauert haben, um das Zeug zu bekommen. Allein das hier, Höllenfeuerfackel. Stufe 30 Hydra oder 25% Chance bei einem Angriff Stufe 10 Feuersturm auszulösen. Das ist halt richtig geil. Dann hier privater Goldschatz, das ist noch dabei. Plus 1 zu Kampfkünsten bei Assassinen. Das Ganze 6-mal und dann hier auch noch plus 35 zu Angriffswert. Dann noch eine Menge andere Sachen, die sind allerdings alle stufengebunden. Also hier zum Beispiel Stufe 66, Stufe 49. Da können wir gar nichts mit anfangen. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Speichern und verlassen. Also wie gesagt, das ist unsere momentane Assassine. Und ich schalte mal kurz rüber. Ziehe das hier ins Bild. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Also, hier auf Bildschirm. Aufnahme gehen. So, also wir haben hier, sind wir in C Windows, Benutzer, gespeicherte Spiele, Diablo 2 Resurrected. Da sind alle Charaktere, die man gespielt hat, oder die man gespeichert hat, sind da aufgelistet. Ariel zum Beispiel sind nur Online-Charaktere. Hier fängt Assassin an. Das ist die hier. Keine Ahnung, was das alles für Dateien sind. Also ich habe mir das alles am 15.01. runtergeladen, ausprobiert. So, dann, das ist unser aktueller Charakter. Larissa. Und Latrissa ist der Charakter, der abgestürzt ist. Ja. Und ich habe keine Ahnung, warum der immer noch hier ist, warum wir den hier nicht sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es auf jeden Fall momentan immer so, sobald ich das Spiel gespeichert habe, die fünf Dateien. Kleinen Moment. Ich habe ein bisschen Magenprobleme heute. Die fünf Dateien hier. Mache ich eine Sicherungskopie. Heißt, anklicken, hier anklicken, kopieren und dann in irgendeinen anderen Ordner reinmachen, falls es nochmal abstürzen sollte. Ja, dann kann ich das hier. Na, komm. Ich muss mal hier wieder drauf gehen. So.
Kleinen Moment, ich ziehe mir gerade das zurecht, wie ich es brauche. Da muss ich wieder hin. So, wir sind wieder bei Diablo 2 Aufnahme. Okay. Gut. Nur, dass ihr Bescheid wisst, am besten immer eine Sicherungskopie von euren Charakteren machen, damit ihr die auch, falls der PC mal abstürzt, weiterspielen könnt. Also nur im Offline. Im Online ist es online gespeichert. Da sind hier nur zwei Dateien auf dem Computer gespeichert. Da ist das Ganze kein Problem. Gut, dann wollen wir mal mit unserer Assassine reingehen und starten. Den haben wir ja gestern schon geholt. Festung der Verdammnis. Es gibt hier noch zwei weitere Wegpunkte. Wollen wir mal mit Kane sprechen? Es ist an der Zeit, dass ihr den Seelenstein Mephistos zerstört. Bringt den Stein zur Höllenschmiede, legt ihn dort auf den Amboss und schlagt so fest ihr könnt mit dem Hammer darauf. Nur wenn ihr das tut, könnt ihr Mephisto daran hindern, sich jemals wieder in dieser Welt zu manifestieren. Alles klar. Wir haben eine Quest. Also es gibt drei Quests hier. Bringt Mephistos Seelenstein zur Höllenschmiede. Gibt es einen Wegpunkt? Nö. So, und hier haben wir Tyrael. Schön, dich wiederzusehen. Mephistos Niederlage ist ein großer Sieg für das Licht. Ich wusste, dass du letztendlich den Weg hierher finden würdest. Die Festung des Wahnsinns ist die letzte Bastion der Macht des Himmels vor den Toren des Höllenfeuers. Dieser Ort wurde vom Blut tausender Helden des Lichtes geheiligt, von denen viele Sterbliche waren wie du. Nun rückt das letzte Gefecht gegen die großen Übel näher, und du musst dich ihnen allein stellen. Mir wurde verboten, dich direkt zu unterstützen, nur durch etwas Wissen. Denn dies ist die Stunde des Triumphs sterblicher Menschen, deines Triumphs. Möge das Licht dich beschützen und mögen die Mächte des Himmels deinen Weg erleuchten. Ja, war ja klar, dass wir das alleine machen müssen. Es gibt eine dunkle, gequälte Seele, die vor langer Zeit in dieser gottverlassenen Region gefangen wurde. Die Sterblichen nannten ihn Isual. Und in früheren Zeiten war er mein vertrautester Vasall. Doch er führte gegen meinen Willen einen aussichtslosen Kampf gegen die Höllenschmiede selbst. Trotz Kraft und Mut wurde Isual von den großen Übeln gefasst und durch ihre perverse Macht verdorben. Sie zwangen ihn, sein Volk zu verraten und die bestgehüteten Geheimnisse des Himmels preiszugeben. Er wurde zum Schatten seiner selbst, ein gefallener Engel, dem weder der Himmel noch die Hölle trauten. Für seinen Verstoß wurde Isuals Seele in den Körper einer schrecklichen, aus dem Abgrund heraufbeschworenen Kreatur verbannt. Sein irrer Geist wohnt nun schon seit vielen Jahren in dieser gequälten Hülle. Mir scheint, er hat lange genug gelitten. Ich bitte dich, finde Isual und erlöse ihn von dieser grausamen Strafe. Mach seiner Schuld und seinem Leid ein Ende. Alles klar. Noch was? Nö. So, Hasade wiederbeleben. Das war unser Begleiter im letzten Kampf. Warum wiederbeleben? Der war doch gar nicht tot. Ne, wir haben ja gar keinen Begleiter gehabt, stimmt. So, und hier findet Isual in der Ebene der Verzweiflung. Die Ebene der Verzweiflung ist auch kein Wegpunkt. Okay. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier ist unsere Truhe. Und hier unten Seid gegrüßt. ein Händler. Ja. Nichts Gescheites für uns dabei. Hier Was unten. braucht ihr? Das brauchen wir alles nicht. 11 bis 21. Glücksspiel. Ja, brauchen wir jetzt nichts. Gut, dann geht's hier jetzt runter.
Wohin? Stopp. Das hier. Das hier. Die äußere Steppe. Okay. Alter. Ja, da ist natürlich auch direkt ein Elite-Mob dabei. Na komm, bleib da. Hallo? Okay. So, was haben wir da? Heiltrank. Starker Heiltrank. Okay. Müssen wir die alle killen hier? Gefangene Seele. So, komm mal mit. Ja, sollen sie die beiden erst noch platt, also den einen noch platt machen? Nein, du kommst jetzt hier mit. Ich will erstmal die Ränder hier ablaufen. Okay, hier ist Ende. Ja, mal gucken, wie groß das Gebiet hier ist. Okay. Hier sind eine Menge Seelen gefangen. Okay. Hierher. Die können sich doch gar nicht bewegen, oder? Heiltrank. Pfeiler. Aha, Pfeiler ist Stadt, Schatzkiste. Alles klar. Ich glaube, wir bräuchten hier unbedingt Feuerwiderstand. Okay. Hier geht's dann. Ich will mal kurz gucken. Ebene der Verzweiflung. Hier geht es dann schon ins nächste Gebiet. Da wollen wir jetzt noch nicht. Alter, ist das riesig hier. Guter Heiltrank. Nehmen wir mit. Zielsuchende Geschosse entziehen Mana. Okay, die hauen schon ganz schön Schaden zwischendurch rein.
Also die Dinger hier sind schon nervig, wenn unser Schatten die ganze Zeit dahin läuft. Nein, du kommst jetzt hierher. Wir wollen erstmal außenrum, habe ich gesagt. Na komm. So, hier ist... Nein, du bleibst hier bei mir, habe ich gesagt. Schriftrolle brauchen wir nicht. Ja, es geht aber von der Größe von dem Gebiet, muss ich sagen. Eieiei. So, ich würde sagen, wir machen dann morgen hier weiter.